Die Keller und Kirchenach 2014 in Luckau, bei lauen, sommerlichen Temperaturen. Auffällig, dass einige gewöhnte Plätze nicht mehr bespielt wurden und die Reihen der teilnehmenden Gasthäuser hatte sich auch minimiert. Das tat der Feierlaune der Luckauer und vieler Gäste aus dem Umland keinen Abbruch. Auf dem Marktplatz hatte diesmal sozusagen die Außenstelle des Schlossberges seine Zelte aufgeschlagen. Die erste Stunde musizierte virtuos Peter Kopsch auf der Bühne und konnte sich schon über eine stattliche Anzahl Zuhörer freuen. Alle waren auf eine unterhaltsame Nacht eingestellt. Das Bier und die Grillwürstchen schmeckten. Weitere Anlaufpunkte dieser Veranstaltung wie Nikolaikirche, das Cartoon-Museum, die Kulturkirche mit dem Niederlausitz-Museum und ein privates Kellergewölbe. Während Peter Kopsch als fleißiger Musiker sein Publikum exzellent unterhielt, trafen mehr und mehr Gäste ein. So mancher machte es sich wie die Motte an der Theke gemütlich. Als besondere Überraschung hatte Ingo Wolf die Mädels vom Label eingeladen. Die Hornets waren für die Kirchen- und Kellernacht absolut die richtige Wahl. Ihre Bühnenpräsenz und Musik immer wieder ein Genuss. Davon ließen sich viele gern überzeugen. An den Gewölbekellern am Schlossberg traditionell Chavu mit Lutz Neumann als Bandleader. Manche schlossen sich auch gern dem Nachtwächterrundgang durch das verträumte Luckau an. Im Schlossbergsaal luden DJs gemeinsam mit Krause und Co. zur Party ein. Fazit: Obwohl weniger Gasthäuser, weniger lauschige Keller, trotzdem eine gut besuchte und positiv bewertete Veranstaltung mit dem offensichtlich zu kräftigen Namen Keller und Kirchennacht in Luckau.